You don't look anything like you do on the news. Yeah, you look downright robust. Well, I have good days and bad. Pilates helps. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 20 der schlechtesten Filme, die aus den Kinos genommen wurden. I'm worried about what's gonna happen to you. I wish I knew. In dieser Liste geht es um Filme, die so schlecht gelaufen sind und eine so schlechte Mundpropaganda hatten, dass die Studios sie entweder vorzeitig abgesetzt haben oder ein großer Teil der Kinos sie nicht mehr gezeigt hat. Welche dieser Filme konntet ihr sehen, bevor sie abgesetzt wurden? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 20. Paranoia. Appell. Harrison Ford, Gary Oldman, Liam Hemsworth und Amber Heard. Man sollte meinen, dass dieser Film etwas zu bieten hat, aber die Kinos und das Publikum waren anderer Meinung. Dieser nicht sonderlich spannende Thriller über Wirtschaftsspionage wurde von den Kritikern als schmerzhaft unoriginell und schlichtweg langweilig verspottet. In der dritten Woche lief er anstatt in 2459 nur noch in 392 Kinos. Für den Regisseur Robert Luketic, der uns schon Perlen wie Legally Blonde und Misserfolge wie Win a Date with Ted Hamilton beschert hat, gehörte dieser Film zur letzteren Kategorie. Dieser Film lief so schlecht, dass der amerikanische Verleih Berichten zufolge seinen Marketingchef eine Woche nach der Veröffentlichung des Films feuerte. Okay, I think it's time for you to go. Nummer 19. Da steht der ganze Freeway-Kopf. Bei einem Titel wie diesem war die Sache schon klar, bevor der Name auf der Leinwand stand. Aber bei einem Film, der angeblich im Rahmen einer Steuerhinterziehung finanziert wurde, ist wahrscheinlich nicht besonders auf Integrität bedacht, oder? I don't know if that's what I really want out of life. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung beschrieb Variety den Flop des Films als ohne jeglichen grundlegenden humoristischen Reiz, was für eine Ensemble-Komödie nicht gerade toll ist. Bei einem für eine Komödie damals gigantischen Budget von $24 Millionen spielte der Film gerade mal $2 Millionen ein, was dazu führte, dass er nach einer Woche aus den Kinos genommen wurde. Honky Tonk Freeway. Get off on it. Nummer 18. Alone in the Dark. Es gibt nur wenige Namen, die einem Kritiker einen solchen Schauer über den Rücken jagen wie Uwe Boll. Und das liegt nicht daran, dass er ein effektiver Horrorregisseur ist. Nein, Uwe Boll ist ein Filmemacher, dessen Arbeit so verachtet wird, dass eine Petition für seinen Rücktritt über 350.000 Unterschriften erreicht hat. Nach House of the Dead war Alone in the Dark bereits die zweite Videospielverfilmung, mit der er seine Fans verärgerte. Während House of the Dead sein Budget wieder einspielte, spielte dieser von Kritikern geschmähte Film, der als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt, bei einem Budget von $20 Millionen nur $10 Millionen ein und wurde nach drei Wochen aus den Kinos genommen. I don't believe it. Nummer 17. Justin und Kelly. Beach Party der Liebe. Die erste Staffel von American Idol mag ein Meilenstein in der Geschichte der Popkultur gewesen sein, aber das bedeutet nicht, dass die letzten beiden Staffeln das Zeug dazu hatten, einen Film zum Kassenschlager zu machen. Sure about this? Oh yeah, won't hurt me a bit. Justin und Kelly mögen nach Hollywood gegangen sein, aber hätten sie das tun sollen? Ihr Film galt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten und spielte bei einem Budget von $12 Millionen nur $4,9 Millionen ein. Angesichts des großen Erfolgs von American Idol war es eine bemerkenswerte Leistung, so wenig einzunehmen. Nach dem Start in 1969 Kinos hatte der Film in der dritten Woche einen beeindruckenden Rückgang von 96,2% auf nur 108 Kinos zu verzeichnen. Nummer 16. Live by Night. Der Doppelschlag von Ben Affleck als Hauptdarsteller in einem von ihm inszenierten Film hat uns die Kritikerliebe und Kassenerfolge The Town und Argo beschert. Live by Night basiert auf einem Roman von Dennis Lehane, demselben Autor, dessen Werk auch die Grundlage für Bens Kritikerhit Gone Baby Gone war. Alles in allem hat er also theoretisch das Zeug zu einem Hit. In der Praxis erwies sich der Film jedoch als einer der größten Kassenflops in Bens Karriere als Schauspieler und Regisseur und als der schlechteste Film in der dritten Woche in der Kinogeschichte. 2659 Kinos hatten den Film abgesetzt. We had a good thing going here and you fucked it all up in one day. Nummer 15. Morbius. Wenn ihr den Hashtag MorbiusSweep gesehen habt, als der Film im April 2022 in die Kinos kam, könnte man meinen, er sei der finanziell und kritisch erfolgreichste Film aller Zeiten. I've become something different.
I feel a kinship with these creatures. Das könnte natürlich nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Morbius hat am ersten Tag einen Kinokassen gut abgeschnitten, ist dann aber schnell abgestürzt und hat das schlechteste Ergebnis aller Tentpole-Superheldenfilme erzielt. It's a curse. Im Internet hat sich der Film jedoch schnell verselbstständigt und zu einer Reihe von lustigen Memes inspiriert. Deswegen beschloss Sony, dass es an der Zeit war, den Film wieder in die Kinos zu bringen, um von den vielen Lachen zu profitieren. Oder? I could ask her to stop if you like, put us out of our misery. Falsch, der Film hat am Tag der Wiederveröffentlichung nur 85.000 eingespielt und wurde dann endgültig zurückgezogen. You know what I say, it's cuter to remember, whiskey to forget. Nummer 14. Glitter. Wenn nicht gerade Eminem in der Hauptrolle zu sehen ist, wollen die wenigsten Menschen einen Musiker sehen, der in einem eklatanten Eitelkeitsprojekt eine Figur spielt, die so ziemlich nur er selbst ist. Mariah Carey hat versucht, den Misserfolg des Films auf die Tatsache zu schieben, dass er am 11.09. veröffentlicht wurde, obwohl er eigentlich am viel weniger traumatischen 21.09. veröffentlicht wurde. Aber die Tatsache, dass Kritiker und Fans den Film gleichermaßen verabscheuten, scheint eine viel wahrscheinlichere Erklärung zu sein. In der zweiten Woche hatten viele der 1202 Kinos den Film bereits abgesetzt. Nach nur 27 Tagen in den Kinos spielte der Film nur etwa ein Viertel seines Budgets von 22 Millionen Dollar wieder ein. Nicht alles, was glänzt, ist Gold an den Kinokassen. Nummer 13. Postel. Uwe Boll schlägt wieder zu. Wir haben schon über die Petition gesprochen, aber wusstet ihr auch von der ganzen Box-Sache? Uwe Boll hatte es so satt, dass die Kritiker seine Filme in der Luft zerrissen, dass er sie zu einem echten Faustkampf herausforderte und ein paar haben sogar angenommen. Then you read the thread and you know they really, really hate me. And I said, okay guys, let's go in the ring and let's have a boxing match together. Uwe Boll hat tatsächlich 5 seiner größten Kritiker geboxt. Obwohl er alle 5 Kämpfe gewann, wurde Boll mit dieser Actionkomödie aus dem Jahr 2007, ebenfalls ein von Videospielen inspirierter Film, an den Kinokassen ausgenockt. Obwohl ein Kinostart für 1500 Kinos geplant war, zogen sich die Verleiher zurück, bevor der Film überhaupt in die Kinos kam, und am Ende wurde er nur in 21 Kinos gezeigt. I regret nothing. Nummer 12. Was ist Pat? I know, let's go to the burger bag and get some fries. SNL hat im Laufe der Jahre eine Reihe von Sketchen auf die große Leinwand gebracht, sie erhalten selten positive Kritiken, schneiden aber an den Kinokassen oft recht gut ab und entwickeln eine kultähnliche Fangemeinde. Kein anderer Film in der Geschichte von Saturday Night Live ist jedoch so spektakulär gescheitert wie dieses Zugunglück von 1994. Das Vertrauen in Pats Leistung an den Kinokassen war so gering, dass der Film in nur 33 Kinos anlief und selbst dann wurde er nach dem Eröffnungswochenende abgesetzt, nachdem er gerade mal 60.822 Dollar eingespielt hatte. Nummer 11. Stürmische Liebe, Swept Away. What have you done to me? Madonna ist ein unglaublicher Star, aber in ihrer Filmkarriere hat sie nicht gerade die besten Entscheidungen getroffen. Dieses Remake eines italienischen Films von 1974 ist nicht nur eine schlechte Wahl für die Queen of Pop, sondern auch für ihren damaligen Ehemann, den Regisseur Guy Ritchie. If you love me, you can love me anywhere. I want to know. Sein Versuch, eine Liebeskomödie zu drehen, erwies sich als erfolglos, denn die Kritiker erklärten den Film zu einem Desaster, was zu einer Bewertung von 5% auf Rotten Tomatoes führte. Der Film lief 2 Wochen lang auf nur 196 Leinwänden und verließ die Kinos in nur 59 Kinos und spielte während seiner Laufzeit kaum weniger als 600.000 Dollar ein. Where is God when you need him? Nummer 10. Mordecai. I had no idea I was so deep in Her Majesty's hole. Wisst ihr noch, als Johnny Depps Name allein mehr als genug war, um die finanzielle Sicherheit eines Films zu garantieren? Oh, wie die Mächtigen gefallen sind. Als er in diesem Flop von Regisseur David Koepp auftrat, war klar, dass Depps Star Power geschwunden war. It made me feel dirty. Diese Kriminalkomödie ab 18 Jahren erhielt vernichtende Kritiken und spielte am Eröffnungswochenende weniger als 5 Millionen Dollar ein. Und das, obwohl Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor und Jeff Goldblum in den Hauptrollen zu sehen sind. An seinem dritten Wochenende zog Lionsgate den Film aus fast 2400 Kinos zurück. Damit bleibt der Film einer der peinlichsten Schandflecke in Depps Karriere. It's unbearable. Nummer 9. Pakt der Rache. Nobody said anything in the agreement about killing anybody. So get the hell out of my life. Nicolas Cage scheint jede Rolle anzunehmen, die sich ihm anbietet. Bis auf ein paar Ausnahmen waren die meisten von ihnen unauffällig, aber keiner war besser als der Action-Thriller von 2011. Er erhielt die typischen Kritiken, die man von einem gewöhnlichen Actionfilm mit Cage in der Hauptrolle erwarten würde. 27% auf Rotten Tomatoes. I really don't know what you're talking about. So schlecht die Kritiken auch waren, der kommerzielle Misserfolg war noch viel schlimmer. Innerhalb von 3 Wochen fiel der Film von knapp über 200 Kinos auf 8 Kinos und spielte in den USA weniger als 500.000 Dollar ein. Leider lernte Cage nicht aus dieser Erfahrung, denn im nächsten Jahr stand er mit dem Film Stolen vor einer ähnlichen Situation. Oh.
Nummer 8. Max Steel. You're not Jim McGrath's son, are you? Keine großen Stars. Basiert auf einer Reihe von Spielzeugen, eine 0% Bewertung auf Rotten Tomatoes. Es ist, als wäre dieser Film wie geschaffen für diese Liste. Basierend auf der gleichnamigen Spielzeug- und Zeichentrickserie von Mattel erwarteten Open-Roads-Film mit diesem Hightech-Superhelden wahrscheinlich ein Franchise-Starter. Doch die Hoffnungen wurden enttäuscht, als der Film von den Kritikern zerrissen wurde und an seinem ersten Wochenende nur 2,2 Millionen Dollar einspielte. Weit unter den niedrigsten Erwartungen. Why am I telling you this? Because I'm here for you, Max. Nachdem der Film 3 Wochen lang in den Kinos lief, wurde er aus dem Programm genommen, was seine Position als einer der größten Flops von 2016 festigte. I can't believe I'm doing this. Nummer 7. Mr. Magoo. There he is. Die meisten Filme auf dieser Liste sind nur deshalb hier, weil sie von der Kritik her und auch kommerziell ein Flop waren. Die Realverfilmung des beliebten Zeichentrickfilms war zwar beides, wurde aber aufgrund des Aufschreis einer ganz bestimmten Gruppe abgesetzt. Trotz des Haftungsausschlusses am Ende des Films, der besagt, dass Leslie Nielsens unbeholfene Darstellung der kurzsichtigen Titelfigur keine akkurate Darstellung sein soll, musste Disney den Film nach 2 Wochen aus den Kinos nehmen, weil es Proteste und Aufschreie von blinden und kurzsichtigen Gruppen gab. Aren't you a sight for sore eyes? Der britische Blindenverband hatte sogar eine Petition eingereicht, um die Veröffentlichung des Films in Großbritannien zu verbieten, da er blinde und sehbehinderte Menschen lächerlich machen würde. You're the ugliest child I've ever seen. Nummer 6. Delgo. Delgo? At your service, Your Highness. Mit Freddie Prinze Jr. und Anne Bancroft in ihrer letzten Rolle kostete dieser computeranimierte Film 40 Millionen Dollar. Delgo wurde von den Kritikern vor allem dafür kritisiert, dass er eine schlechte Wiederholung besserer Fantasy-Filme ist, und er wurde in der Ferienzeit veröffentlicht, in der es viel bessere Kinofilme für Familien gab. Aus diesem Grund hat Delgo einen Rekord aufgestellt, den niemand verdienen will. Er hatte den schlechtesten Start für einen Film, der damals in mehr als 2000 Kinos lief, und ist der schlechteste computeranimierte Film aller Zeiten. Er spielte weniger als 1 Million Dollar ein und wurde nach nur einer Woche wieder vergessen. At your service. Nummer 5. Jem and the Holograms. How do I look, ladies? Truly? Truly, truly? Der Film basierte auf der Zeichentrickserie über Jem und ihre Band, die Hologramme, schaffte es aber nicht, den Geist des Ausgangsmaterials einzufangen. Aus diesem Grund und wegen der schlechten Kritiken hatte das musikalische Abenteuer das schlechteste Einspielergebnis des Jahres 2015 und das viertschlechteste aller Filme, die in mehr als 2000 Kinos liefen. You're internet famous. That's like the second best thing to being actually famous. In einem beispiellosen Schritt zog Universal den Film 2 Wochen nach seinem Start aus dem Kino zurück. Etwas, das noch nie zuvor bei einem Film auf diesem Niveau geschehen war. Am Ende spielte der Film 2,3 Millionen Dollar ein und brach vielen Kindern der 80er Jahre das Herz. Do you think this is it? Nummer 4. Die Schmuddelkinder. We need a plan. We need a miracle! Für einige Zuschauer fällt dieser Film in die Kategorie so schlecht, dass er gut ist. Nicht aber die New York Times, die ihn als zu abstoßend für Kinder oder Erwachsene jeden Alters bezeichnete. Niemand wollte den Film sehen, als er in die Kinos kam, und so spielte er am Eröffnungswochenende nur 661.000 Dollar ein. What's the matter? My tummy hurts! What did you eat? Everything. Wahrscheinlich ahnte das Studio, dass diese filmische Abscheulichkeit den Kinobesuchern nur Schmerzen bereiten würde, und zog den Film aus den Kinos zurück, aber der Schaden war angerichtet. In seiner kurzen Laufzeit spielte der Film 1,6 Millionen Dollar ein und setzte eine ganze Generation von Familien 1,5 Stunden lang dem unlustigen Ekelhumor aus. Well, perhaps it would have been safer to lock them away from the world. Nummer 3. Liebe mit Risiko. Giggly. Oh, tell me what we're supposed to do. Die Romanze zwischen Ben Affleck und Jennifer Lopez in den frühen 2000er Jahren war heiß genug, um die Boulevardpresse ein paar Jahre lang über Wasser zu halten, aber konnte ihre Liebesbeziehung auch auf der Leinwand erfolgreich sein? Die kurze Antwort lautet nein. Die lange Antwort lautet, diese 75 Millionen Dollar teure Liebeskomödie war ein größerer Flop als jeder andere Film im Jahr 2003. Oh, and in case you're interested, my life sucks. An seinem zweiten Wochenende fiel Giggly um fast 82% und am dritten Wochenende wurde er nur noch in 73 Kinos in den USA gezeigt. Ein beispielloser Flop für einen Film mit so hohem Budget. Dieser Film wurde nicht nur aus den US-Kinos zurückgezogen, sondern auch in fast allen britischen Kinos abgesetzt, nachdem er bei den Kritikern durchfiel. I don't find this funny.
Nummer 2, Black Hat. You kidding me? Dieser Film hatte nicht nur die Star-Power von Chris Hemsworth und Viola Davis, sondern der legendäre Michael Mann führte auch Regie. Allerdings musste er im Januar in die Kinos kommen, während gleichzeitig der Megastar American Sniper auf breiter Front veröffentlicht wurde. Außerdem waren die Kritiken überwiegend gemischt. Deshalb spielte der 70-Millionen-Dollar-Film an seinem Eröffnungswochenende nur 4,4 Millionen Dollar ein. Einer der schlechtesten Starts aller Zeiten für einen Kinostart. You're still gonna like me if I'm fixing garage door openers? Nach nur 2 Wochen zog Universal den Film aus allen bis auf 236 Kinos zurück, was einem Rückgang von mehr als 2500 Kinos entspricht. Zu allem Überfluss wurde der Film auch noch in Belgien und Hemsworth Heimatland Australien aus dem Kino genommen. I'm sorry for what happened to you. Oh yeah, don't be. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keinen unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1, F2014. Wer hätte gedacht, dass ein Film über FIFA-Führungskräfte kein Publikum finden würde? Offenbar alle, außer den FIFA-Führungskräften. Der Film, in dem es um die Gründung der FIFA geht, wurde größtenteils von der FIFA finanziert und wurde in den USA zeitgleich mit dem großen FIFA-Korruptionsskandal 2015 veröffentlicht. Are you mad? Ja, eine noch ironischere Prämisse aus der realen Welt kann man sich gar nicht ausdenken, wenn man es versucht. Mit einem geschätzten Budget von 29 Millionen Dollar spielte der Film in den USA lächerliche 918 Dollar und international zwischen 100.000 und 200.000 Dollar ein. Es überrascht nicht, dass der Film in den meisten Ländern innerhalb weniger Tage abgesetzt wurde. I'm afraid that we have disappointed you. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von Mutschmoto Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.